Tanz bedeutet Freiheit für mich. Eine Freiheit, eine Befreiung von Konditionierung, starren Mustern, von Hierarchien, Kontrolle und Macht. Tanz ist außerdem eine wunderbare Art, sich mit den universellen Kräften und Energien zu verbinden, die uns zusammenbringen und die uns bewegen. Als Rahmenbedingungen brauche ich Raum und Zeit. Ich brauche also einen geeigneten Ort, an dem ich prozessorientiert und kontinuierlich arbeiten kann. Also ich denke nicht, dass das immer vergessen würde, oder wahrscheinlich ist es auch fast allen bewusst, was ich jetzt sagen werde. Aber derzeit gibt es so viele Online- und Streaming-Programme. Vielleicht wird dabei oftmals vergessen, wie wichtig es ist, einfach im gegenwärtigen Augenblick und in der Präsenz einfach da zu sein. Ja, ich tanze so oft es geht, das heißt jeden Tag. Ich arbeite gerade an mehreren Solo-Projekten, das heißt die kleinen Formate, so wie es geht, Distanzregelung, Hygiene, alles inklusive einbezogen. Aber dennoch gibt es diese physische Präsenz, den Austausch, wir trainieren zusammen innerhalb der Regelungen. Wir bewegen uns, wir tanzen zusammen, es geht in die choreografische Arbeit und der ganze Prozess ist ein wundervoll kreativer, heilsamer, so wie ich das aus dem Bereich des Tanzes eigentlich gerne habe, kenne und pflegen möchte.